lieber Hans Jurgowski, besten Dank für die warmen Worte. Noch besten Dank an die Bayern-Kapelle, Toni Schmid, dass ihr uns so toll eingespielt habt, gleich zweimal im Bayerischen Defiliermarsch. Jetzt kennt man alle. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aufhausenerinnen und Aufhausener, liebe Genossinnen und Genossen, früher, als Brauchtum noch groß geschrieben wurde, begannen am Bartholomäustag die Vorbereitungen für die Advents- und Weihnachtszeit. An diesem Tag wählte man nämlich die Gänse und Karpfen aus, welche für das Weihnachtsfest gemästet werden sollten. Und meine Damen und Herren, auch wir wollen Ihnen heute eine gewisse Wahlmöglichkeit aufzeigen. Und ja, wir sind gewiss nicht traurig, wenn Sie sich heute Vormittag dazu entschließen sollten, die Bayern-SPD mit etwas mehr Prozentpunkten bis zum 14. Oktober zu mästen, als das die Demoskopen derzeit erwarten. Bayern braucht nämlich eine starke SPD, die sich nicht wie die CSU im reinen Populismus verliert, sondern die Themen im Blick hat, welche für die Lebensbedingungen im Freistaat tatsächlich von Bedeutung sind. Keine Frage, wir dürfen die Schwierigkeiten, die mit der Integration von Flüchtlingen verbunden sind, nicht kleinreden. Und selbstverständlich ist auch uns an einer gerechten Aufteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas gelegen. Die Diskussion über Grenzschließungen und Transitzonen bringt uns da aber nicht weiter. Diese Diskussion zeigt allein auch, die CSU ist mittlerweile eine äußerst kleinkarierte, antieuropäische Partei. Und ich kann mich noch gut an die spöttischen Sprüche von Dobrindt und Scheuer zu unserem innerparteilichen Diskurs über die Neuauflage der Großen Koalition erinnern. Uns Sozialdemokraten wurde vorgeworfen, wir würden aus innerparteilichem Kalkül das Wohlergehen der gesamten Bundesrepublik aufs Spiel setzen. Nun, ich stelle fest, der größte Risikofaktor dieser Bundesregierung ist die CSU. Diese Partei ist außer Rand und Band. Sie reißt ihr Bündnis zur CDU ein. Sie reißt im rüpelhaften Umgang mit der Kanzlerin jegliche Grenzen des politischen Anstands ein und sie reißt ihre Beziehungen zur Europäischen Union kaputt. Gerade deshalb bin ich als SPD-Unterbezirksvorsitzender sehr stolz, heute hier in Aufhausen einen begrüßen zu dürfen, der im Gegensatz zu Seehofer wirklich Ahnung von Außenpolitik hat. Begrüßen Sie nochmals ganz herzlich unseren ehemaligen Parteivorsitzenden und Außenminister AD Sigmar Gabriel. Ich habe im Vorfeld zur heutigen Veranstaltung noch einmal die Berichte vom Bartholomäumarkt 2017 durchgelesen. Und da hat Ihnen ja der Söder erklärt, Bayern sei mit Abstand das sicherste Bundesland. Komisch nur, dass dennoch in diesem Frühjahr ein neues Polizeiaufgabengesetz mit deutlich mehr Polizeibefugnissen her musste, weil die bayerische Polizei sonst laut CSU bei vielen Verbrechen hilflos wäre. Ich glaube das nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die bayerische Polizei nicht etwa leidet unter einem Mangel an Befugnissen, sondern unter den jahrelangen Personaleinsparungen. Darüber geht die CSU aber äußerst ignorant hinweg und missbraucht das PAG für den Wahlkampf am rechten Rand. Es werden Bürgerrechte geopfert, um die AfD im Zaun zu halten. Und gerade deshalb freut es mich, dass wir in unserer bayerischen SPD einen äußerst besonnenen Innenpolitiker haben, nämlich unseren Generalsekretär und Bundestagsabgeordneten Uli Grötzsch.
Und in dem Zusammenhang ist natürlich immer auch der Rechtspolitiker aus dem Bayerischen Landtag, unser Bezirksvorsitzender Franz Schindler, zu nennen, der auch hierher nach Aufhausen gekommen ist. Liebe Aufhauserinnen und Aufhausener, ihr habt vermutlich alle von dem schrecklichen Unglück in Genua gehört. Auch in Bayern ist jede vierte Brücke sanierungsbedürftig. Deshalb fordert unser Landtagskandidat für den Stimmkreis 304 Regensburg-Land massive Investitionen in die Infrastruktur. Begrüßen Sie ganz herzlich Matthias Jobst. Und Sie, liebe Aufhauserinnen und Aufhauser, wissen spätestens seit 2012, als Ihre Hauptschule geschlossen wurde, die bayerische Bildungspolitik ist nicht frei von Fehlern. Und es ist gut, dass es da eine Bildungsexpertin und stellvertretende SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende gibt, die diese Probleme immer wieder anspricht und Lösungswege aufzeigt. Begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Nachbarstimmkreis 305 Regensburg-Stadt die Landtagsabgeordnete Margit Wild. Ich begrüße außerdem sehr, sehr herzlich die Spitzenkandidatin der Niederbayern-SPD, Ruth Müller aus Pfeffenhausen. Für den Bezirkstag kandidieren der Bürgermeister von Brunn, Karl Söllner. Und ich, und für uns steht fest, der Bezirk leistet als überörtlicher Träger der Sozialhilfe gute Arbeit. Wir wollen, dass aus gut noch besser wird. Wer den Pflegenotstand, den Fachkräftemangel in der Pflege wirklich bekämpfen möchte, muss jetzt handeln. Wir meinen, es braucht nochmals deutlich bessere Arbeitsbedingungen beim Bezirk. Konkret heißt das für uns Abbau aller sachgrundlosen Befristungen bei der Medpo, dem Bezirkskrankenhaus. Außerdem Erledigung von Dienstleistungen, die bisher noch extern vergeben werden, durch möglichst viel eigenes Personal und Investitionen in den betrieblichen Wohnungsbau. Ich begrüße sehr herzlich den Ortsvorsitzenden von Aufhausen, den Sozialdemokraten Hubert Wittmann. Ich begrüße den SPD-Kreisvorsitzenden und Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Rainer Hummel. Ich begrüße die Kreisräte und Rätinnen Petra Lutz, die als Listenkandidatin auch für den Landtag gewählt werden kann. Außerdem Barbara Rappel und Paula Wolf sowie den stellvertretenden Landrat Hans Dechand. Ich begrüße die Bürgermeisterkollegen Reinhold Winter aus Pfarrkofne und Robert Spindler aus Aufhausen. Begrüßt seien auch die Kreisräte Hans Jeser und Josef Schmid. Außerdem darf ich begrüßen Christine Erbinger, Bezirkstagskandidatin aus dem Landkreis Landshut. Herr Koch. Ah, Verzeihung, was haben ich gesagt? Zinzing? Aufhausen.
Ah, Mensch. Ja, okay. Mensch, 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 ja, okay. Gut, dann gehe ich doch lieber wieder zum Inhaltlichen über. Also wir sind jedenfalls sehr gern nach Aufhausen gekommen. Wir würden natürlich auch nach Sümmchen kommen, Robert, wenn du uns einlädst. Der Hans macht's und deswegen kommen wir immer wieder sehr gern zu euch. Der heilige Bartholomäus passt ohnehin sehr gut zur SPD, jedenfalls deutlich besser als zur CSU. Er ist nämlich nicht nur ein äußerst bodenständiger Heiliger, den sich die Bergleute, Schuhmacher, Schneider, Bäcker und Metzger, also Arbeiter zum Patron ausgewählt haben, sondern er ist auch Schutzpatron vor bösen Geistern. Und böse Geister werden aktuell von der AfD und leider in Teilen auch von den Christsozialen freigesetzt. Ich habe gelesen, letztes Jahr wurde dem Söder hier erklärt, vor ihm hätten bereits Beckstein und Seehofer in Aufhausen gesprochen und ihm würde eine ähnliche Karriere bevorstehen. Nun, das kann ich mir schon vorstellen, wenn Söder nicht bald zu Sachthemen findet und beispielsweise erklärt, wie er den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Bayern in den Griff bekommen möchte, dann wird er wie Beckstein bei der Landtagswahl sein blaues Wunder erleben. Ich wünsche Ihnen heute noch einen informativen und launigen Sonntag. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.